So, ich glaube, jetzt müsste ich gleich da sein. Ah, hier ist es schon. Hier ist der Laden. So, dann fahre ich mal hier rechts rein. So, zack. So, wo kann ich mich denn hinstellen? Ah, ich stelle mich mal direkt vor den Shop. So. Oh, das sieht ja ganz nett aus hier. Ja, mal gucken. Mal gucken, was der hier zu sagen hat. Hallo? Hallo? Keiner hier? Doch alles leer geräumt. Haben die gerade Mittagspause oder was? Hallo? Mal kurz hier rüber in die Werkstatt. Ah, ist auch alles zu. Hallo? Ist jemand hier? Oh, hier Läden auch runter. Also eigentlich hat der Herr Thompson gesagt, er trifft mich heute hier zum Vertragsunterzeichnung für meinen neuen Hof hier. Ach, verdammt. Ah, der ist irgendwie nicht da. Ob ich vielleicht noch kurz warte hier? Vielleicht verspätet er sich ja einfach ein bisschen. Kann ja auch sein. Ich habe auch gar keine Nachricht von ihm auf dem Handy. Oh, da ist Herr Thompson. Herr Thompson. Ja, hallo? Ja, hallo, Herr Schmidt? Ja, hier ist Herr Schmidt. Hallo, Herr Thompson. Ja, tut mir leid, ich schaff's leider nicht zu unserem Termin. Mir ist doch noch was dazwischen gekommen. Ah, okay. Ja, ich bin jetzt hier, wie gesagt, vor Ihrem Laden und ja, wie geht's denn jetzt weiter? Ja, das ist also gar kein Problem. Wir können auch einfach die Vertragsunterzeichnung auch einen anderen Tag machen. Ich habe Ihnen soweit schon mal alles hingelegt. Fahren Sie bitte, also aus dem Hof, da wo ich Ihnen gesagt habe, Feldweg Nummer 1. Und da liegt schon alles bereit. Schlüssel liegt unter der Fußmatte. Und ja, ich wünsche Ihnen dann einfach viel Erfolg erstmal. Und wenn ich die Tage Zeit habe, komme ich einfach vorbei und dann machen wir das mit dem Vertrag. Ah, okay, ja, das ist sehr nett von Ihnen. Okay, dann machen wir das so. Dann, ja, gut, dann melden Sie sich einfach am besten, wenn Sie wieder da sind. Ja, gut, alles klar. Dann bis dann, Herr Schmidt, Herr Thompson, ich wünsche Ihnen was. Bis dann. Tschüss, 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 tschüss. So, okay. Also, Herr Thompson kommt heute nicht zum Termin. Naja, schwer beschäftigter Mann. So, dann würde ich mal einfach sagen, wir fahren mal zu dem Hof. Na, schauen wir mal. Ich habe den Hof nämlich noch nie real gesehen. Nur bis jetzt auf Fotos. Und er hatte mir damals auch eine Video so ein Video geschickt da mit dem Hof. Das war ganz cool. So, ich glaube, das war jetzt hier links. Okay, dann fahren wir mal hier rum. So, auf geht's. Er hat ja gesagt, irgendwie geradeaus. Und dann muss es gleich auf der rechten Seite kommen. Die nächste Straße denn rechts rein und da ist schon das Gelände. So, nächste rechts rein. Ach, guck mal hier. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay. Machen wir mal hier rauf. Ja, Feldweg Nummer 1, das ist es. Wow. Steigen wir mal aus. Mann, Wahnsinn. Das sieht ja klasse aus. Schönes großes Gelände. Mensch, ich konnte mir gar nicht so vorstellen, was mich hier so erwartet. Oh, das ist ja wunderschön hier. Ja, die beiden Felder, die gehören auch schon mir. Hier das geradezu und das auf der linken Seite. Da ist sogar schon was drauf. Kartoffeln sind hier noch im Wachstum. Ah, okay, da muss ich dann mal mit den Bauern vom Ort hier reden, ob da irgendjemand Anspruch hat noch auf die Kartoffeln. Ansonsten wäre das schon meine erste Ernte und ich könnte da schon was mitmachen. Ja, das sieht da echt toll aus. Also ich bin wirklich begeistert. Sonne scheint heute. Ein wunderbarer Tag. Dann würde ich einfach mal sagen, dann werde ich mich mal auf dem Weg machen. Ja, alles ins Rollen zu bringen. Baufirma zu suchen und dass sie mir hier erstmal ein Häuschen hinstellen und eine Halle und Geräte und ich glaube, da habe ich erstmal eine Menge zu shoppen. Wunderbar sieht es aus. Super! Ja, da freue ich mich. Da freue ich mich ja wirklich. Hier mal kurz mal, muss mal in meiner Navi-Karte gucken, wie der Ort hier aussieht. Okay, also ich komme mir gerade vom Shop. Wenn ich nachher ein bisschen weiter geradeaus fahre, dann ist da der Viehhändler. Da kann ich mir nachher auch noch ein bisschen Tiere besorgen. Ja, das sieht schon mal ganz sehr, sehr, sehr gut aus. Oben ist die BGA Hafen, nachher zum Abladen und so weiter. Super, okay. Na, dann würde ich einfach mal sagen, dann werde ich mal
wahrscheinlich erstmal zum Shop zurückfahren und die ganzen Bestellungen machen für meinen Hof. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann werden wir erstmal anfangen, einen schicken Hof zu bauen. Okay, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Dann kann ich nachher meine Familie anrufen. Kommt bestimmt natürlich gerne vorbei. Die warten ja noch in der Stadt, in der Großstadt. Die haben gesagt, die kommen sowieso erst später vorbei, wenn das erste Haus dann steht. Ich muss so lange im Lieferwagen pennen. Ist ja auch gar kein Problem. Ich mache das ja gerne. Ich glaube, Herr Thompson stellt mir bestimmt mal seine Dusche hier zur Verfügung. So. Sehr schön. So, dann werden wir mal gucken, wenn die Jungs hier von ihrer Pause wieder zurückkommen. Dann werden wir mal direkt hier mal ein bisschen shoppen gehen. Klopf, klopf, hallo. Nee, ist noch keiner da, ist noch zu. Und dann, ja, dann bauen wir unseren ersten Hof hier in Felsbrunn. Ich freue mich schon riesig. Super.